Dieser Torso einer Gottheit wurde für das Ägyptische Museum schon sehr früh angekauft, schon im 19. Jahrhundert. Er steht hier und verkörpert eine ganz besondere Gottheit, nämlich den Nil, personifiziert in einer menschlichen Gestalt. Der Nil wurde von den Ägyptern als die Lebensader, natürlich auch als Gottheit verehrt. Und wenn man ihn sich hier anschaut, dann sieht man seinen Götterbart, der momentan zwar abgeschlagen ist, aber er trug hier den Götterbart. Er hat die Hände vor der Brust verschränkt. Und dann sehen Sie, wenn man ihn von der Seite betrachtet, dass seine Brüste fast weiblich anmuten. Und das soll eben diese Fruchtbarkeit dieser Lebensader darstellen. Und so hat man den Nil als eine nahezu androgyne Gottheit auch menschlich dargestellt. Der Nil ist einer der längsten und mächtigsten Ströme der Welt. Über 6500 Kilometer fließt er von seinen Quellen in Zentralafrika quer durch die Sahara, bis er bei Alexandria ins Mittelmeer mündet. Dieser Fluss bestimmt heute, sowie schon vor Tausenden von Jahren, das Leben hier in Nordafrika. Entlang seinen Ufern zieht sich ein schmaler Saum fruchtbaren Landes. Manchmal ist dieser Streifen nur wenige Meter breit und der Sand der Sahara kommt bis an das Ufer des Nils heran. An anderen Stellen ist das Fruchtland viele Kilometer breit. Charakteristisch für Ägypten ist der starke Kontrast zwischen üppig fruchtbarem Land und nur Meter davon entfernt lebensfeindlicher Wüste. Schon den alten Ägyptern war die große Bedeutung des Nils bewusst. Sie verehrten den Fluss als Nilgott Hapi, ein Gott der Fruchtbarkeit, der sowohl männliche als auch weibliche Züge in sich vereint. Ein mächtiger Gott der Fruchtbarkeit. Der Nil, den wir als personifizierte Gottheit in dieser Statue gesehen haben, ist natürlich in Realität dieser unendlich große Strom, der durch Afrika fließt und für Ägypten tatsächlich der Lebensquell schlechthin ist. Und das hat damit zu tun, dass anhand und an diesem Flusslauf entlang eine unglaubliche Göttervielfalt auch Platz genommen hat, entstehen konnte, dort ihre Wohnstätten hat. Alles geht auf diesen Urgott, auf den Nil zurück. Deshalb ist für Ägypten auch die Landesgrenze, der Ursprung Ägyptens, der ist mit dem ersten Katarakt, mit dieser Flussbarriere in der Nähe von dem heutigen Assuan, von Elefantine verortet. Dort beginnt Ägypten, dort gibt es den Nilometer, der auch bei der jährlichen Nilflut zur Abmessung der Nilstände benutzt worden ist. Die Höhe des Nilhochwassers wurde in Nilometern gemessen, wie diesem hier auf der Insel Elefantine bei Assuan. Durch einen Einlass kann das Nilwasser in das Nilometer hineinfließen. Im Nilometer selber befinden sich Skalen, auf denen dann die Höhe des Wassers abgelesen werden kann. Anhand der Wasserhöhe wurden die Steuern für die Bauern berechnet und der Zeitpunkt für bestimmte religiöse Riten festgelegt. Wenn man von Assuan weiter Nil auffährt, verengt sich das Flussbett. Das sonst träge dahinfließende Wasser wird unruhig und ist voller Stromschnellen. Dies ist der erste Katarakt. Bei niedrigem Wasserstand oder mit größeren Booten ist hier kein Durchkommen mehr. Hier lag für Jahrtausende die Grenze des alten Ägyptens.